Alter. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab hier. Leblos und langweilig, wie ein Felsbrocken an der Straße. BTS. Ah, scheiße, ich hab jetzt... Okay, okay. Es kommt immer drauf an, wie viele man anhaut. Man muss alle töten. Ja, ich lass mich mal umbringen. Ich hab die aus Versehen angehauen. Ja, komm, jetzt mach... So, und zwar muss man die alle nacheinander töten. Letzten Spielstand laden. Ich hab nämlich einen angehauen und danach war er wach und hat mitgekämpft. Und ich denke mal, wenn wir die einzeln töten, ein nacheinander, dann wird das erstens ein bisschen einfacher und zweitens können wir die dann einen nach dem anderen umbringen. Ich hoffe, dass er selber nicht die anderen noch mit aufweckt, die da rumstehen, weil die machen ja erstmal nichts, ne? Die stehen da einfach nur dumm rum. Ja, so probiere ich das mal. Das sieht mir fast aus wie ein Endkampf. Also, der ist ziemlich schwer, so wie das aussieht. Probieren wir das mal. So, jetzt sind wir hier. Habe ich noch ein Reparaturset? Okay, warte mal, ich habe hier in der Robe noch nichts drin. Taumeln, 2% Chance verbrennen, vergiften, einfrieren, Adrenalin gewinnen. Was haben wir hier noch? 3% verbrennen. Achso, es geht im Kampf natürlich nicht. So, ich nehme erstmal Donner. Machen wir mehr Schaden. Hau mir ein Quen rein. Dann mach ich jetzt erstmal nur den einen kaputt hier. Ich hoffe, das geht. Das ist ein ähnlicher Kampf, wie wir am Anfang hatten von Hearts of Stone mit ihm. Zack, der ist jetzt nämlich weg. Jetzt müsste der nächste aufwachen. Da. Ich schmeiß mir mal ein Brot rein. Leblos und langweilig, wie ein Felsbrocken. Lass uns mal wieder zurückgehen. Bald wird ein Hexer mit mir dicht. Der Himmel Zeit war. Zu sterben. Ja, der kämpft genauso. Nur, dass er keinen Sand schmeißt. Und langweilig. Jetzt. Warte mal, da könnten wir auch Art benutzen, denke ich. So, der ist weg. Ich schmeiß mal eine Schwalbe. Glücklich bis an dein Ende lebst. Da hinten kommt er. Leblos und langweilig. Ja. Wenn wir das Rote machen, ist er genauso. Gedingst. So. Und jetzt mit Art, zack. Zur Seite. Und der ist weg. Dann kommt jetzt der nächste und danach haben wir sogar nur noch einen. Boah. Das ist irre. Na komm. Der Tod wird vertraut sein. Das
Ja. So kriegen wir ihn gut mit Art. Dann können wir ihn schön unterbrechen. So, jetzt kommt der letzte. Ach nee, da hinten steht noch einer. Also zwei sind das noch. Den haben wir schön gekontert. Muss ich jetzt mal mich selbst loben. Nee, ich lobe unseren Geralt. Ach, der schmeißt doch Sand, sehe ich gerade. So, jetzt haben wir wieder mit Art. Genauso wie beim ersten Kampf. So, einen haben wir noch. Und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Zack. Den haben wir, naja, so halb gekontert. Ich nehme noch Madonna und eine Schwalbe. Und zur Seite. Lass dich mit einem. Ja, da hat er wieder seinen Sand geschmissen. Ja, da ist er. Jetzt hat er uns erwischt. Zack, gekontert. Das war's. Du bist nicht er. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich habe dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Okay, also das von eben, was wir alles gemacht haben, da dachte sie, dass wir Olgierd wären und hat uns diese ganzen, ja, Erinnerungen, wie gesagt, gezeigt, weil wir Olgierd sind, so verstehe ich das. Kann aber noch eine zweite Möglichkeit sein. Also es kann auch noch sein, dass sie die ganze Zeit gar nicht so wirklich wusste, was da überhaupt passiert, hat das nicht mitgekriegt. Und jetzt eben gerade hat sie uns irgendwie nur verwechselt. Jetzt gerade in dem Raum, wo sie sagte, hier sprechen wir nicht. Aber ich gehe eher mal davon aus, dass sie während dieser ganzen Szenerie dachte, wir wären Olgierd und wollte ihm das alles nur einmal zeigen, damit er nachher versteht, warum sie so, warum sie so ein Beef hat, ne? Warum sie da so eine schlechte Laune hat. Und sie kann sich ja gar nicht mehr an uns erinnern auch, ne? An die ganze Szenerie, was wir gerade mit der 2 gemacht haben. Und deshalb würde ich sagen, wir nehmen die 1 natürlich, ist ja nichts anderes über. Ich klicke das jetzt mal an und jetzt gehen wir einfach an unsere Aufgabe und gucken, dass wir die Rose kriegen. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen, ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt, an meinem Bett.
Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich? Ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst. Wie meine schöne Rose. Als du das Bild auf mein Grab legtest, dachte ich an meinen Hochzeitstag. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Oh. Ich nehme mal die 4 auch, bevor ich alles andere mache, weil er ist ja von irgendwas besessen und da müssen wir jetzt nochmal drüber reden mit ihr und sie aufklären, weil sie wusste ja die ganze Zeit gar nicht, was er da treibt. Auch hier im Studierzimmer zum Beispiel. Dein Mann hat einen mächtigen Feind, Gaunter Odim. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer ist er und wie geriet er in euer Leben? Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgierd den Mann des Glases. Wegen mir wünschte er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Olgierd wird Odim doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Oh. Ich nehme mal die 2. Also, Olgierd verdient deine Sorge nicht, finde ich, passt hier jetzt nicht so wirklich gerade rein. Wenn ich das jetzt sagen würde, ich meine, er verdient deine Sorge nicht, da würden wir ihr sagen, ach, vergiss ihn, das ist ein Arschloch. Ne, das können wir nicht bringen. Wir sprechen hier immer noch mit einem Geist und wir wollen das hier vernünftig beenden. Olgierd geht es gut, das wäre gelogen. Ja, wir wollen sie ja nicht anlügen und wer weiß, ob sie uns das glaubt. Ne, vielleicht kriegen wir von ihr jetzt nochmal dann richtig ins Gesicht. Im Sinne von, verpiss dich einfach. Und ich würde sagen, die 2 ist schon richtig. Er gibt es vor, glücklich zu sein, aber er ist es nicht. Er wollte ja schon damals diesen Geist loswerden, beziehungsweise diesen Pakt mit Gaunter Odim, dem wir jetzt ja auch unterworfen sind mit unserem Mahl. Wo ich auch noch hoffe, dass wir unser Mahl loswerden. Und ja, er macht Trinkorgien, macht da Kneipenschlägereien, zündet Kneipen an, ist dann nur am Feiern, am Machen und am Tun und tut so, als wäre er gut drauf, aber er ist im Innern eigentlich total unzufrieden. Und deshalb nehme ich mal die 2. Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren. Wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann?
Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist, bis gar nichts mehr ist. Oh Mann, ja, das ist sehr schwer. Ich kann die Rose nicht nehmen. Ja, letztendlich, wenn wir ihr die Rose wegnehmen, hat sie gar nichts mehr. Aber was will sie machen? Sie ist tot. Meine Fresse, sie ist schon tot. Was will sie sich denn noch hier mit ihrer Stecknadel wie ein Insekt im Album noch halten? Sie muss loslassen. Sie muss als Geist loslassen, ja, von dieser Welt und aufhören, sich an diese Erinnerungen zu klammern und sich lösen und dann in die, weiß ich nicht, ins Jenseits gehen, wie auch immer. Auf jeden Fall soll sie mir die scheiß Rose geben. Attacke, komm. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierts Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, der leidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Leb wohl. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everreck. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Wow, schöne Sequenz. Und sie hat uns letztendlich doch die Rose gegeben, weil sie abschließen wollte. Und das war auch richtig so. Und Olgierd, ich bin gespannt, ob er nun wirklich weg ist, so wie er gesagt hat. Und was mit dem Mann des Glases ist, Gaunter Odim, da bin ich auch mal gespannt. Und gegen den müssen wir wahrscheinlich nochmal kämpfen. Okay, ich kann hier das Pferd nicht rufen. Wir müssen dann erstmal ein bisschen zu Fuß gehen. Aber mein Pferd steht schon vor der Tür. Achso, hier kommen wir nicht durch. Aber hier war doch die Mauer irgendwo kaputt. Da an der Seite, genau. Dann gehen wir da durch. Und jetzt müssen wir, triff dich mit Olgierds Kontaktmann in der Taverne zur Alchemie. Das werden wir tun. Komm schon! Da müssen wir uns mal Reparatursets und so kaufen. Und allgemein auch mal verkaufen. Meine Güte, das darf ich nicht vergessen. Weil sonst haben wir immer weniger Geld, um, naja, teure Sachen im Inventar zu haben und die nie zu verticken. Und immer nur die anderen Sachen wegzuschmeißen. Dadurch wird unser Portemonnaie auch nicht schöner und voller. So, ja, ich muss sagen, das war eine richtig schöne Quest, die hat mir sehr gefallen.
Und ich bin auch gespannt auf das nächste Add-on. Das soll dann ja demnächst auch rauskommen, irgendwie Mitte April. Oh. Ein schwerer Fehler, Hexer. Schneller, verfick doch mal! Ja, nehmen wir Igni. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Da ist irgendwo ein Bogenschütze. Da hinten. Wie willst du sterben? Die brennen. Machen wir den Typen hier. Zack, den haben wir erledigt. Boah, wir sind fast tot, sehe ich gerade. Ich nehme noch mal eine Schwalbe und esse ein Stück Brot. Wie willst du sterben? Schneller, verfick doch mal! Jawohl. Der ist weg. Komm, dein Schild hau ich dir erstmal schön. Und tschüss. Ich glaube, das waren alle. Dann nehmen wir die Sachen nochmal mit und verkaufen die alle. Wir müssen dringend reparieren. Ich glaube, für die Rüstung haben wir auch was. Ja, dann haben wir noch ein paar mehr Sachen zum Verkaufen. Das ist dann schon gut so. Lass uns mal meditieren. Wieder bis vormittags, das ist meine Lieblingszeit. Es sei denn, das pisst. Wenn das pisst, dann nicht. Oh, wir haben gleich besseres Wetter. Wunderbar. So gefällt mir das. Jetzt schleichen wir nochmal da oben zu dem X. Man sieht es auf der Minimap. Da werde ich dann gleich nochmal looten, dass wir noch mehr zum Verkaufen haben. Huch. Wo ist er denn? Da. Das Pferd soll uns mal entgegenkommen. Das geht schneller. Plötze, aufsitzen! Und los geht's! Ja, also ich muss sagen, ich fand das... ich fand die Quest sehr schön. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass Hearts of Stone jetzt auch dem Ende entgegengeht. Weil ich glaube, also ja, Olgierd und die von Everex, die waren ja schon hier... Hauptbestandteil der Geschichte und das ja scheint jetzt so langsam dem Ende entgegenzugehen. Und bevor ich die Quest abgebe, will ich gleich einmal schnell verkaufen. Ja, Hearts of Stone, ein super Add-on. Und ich muss sagen, kaum Probleme mit dem Spiel. Eigentlich gar keine, so wirklich. Gar keine Probleme. Das eine jetzt mit dem Patch, dass dann da so ein paar Fehler waren. Ja, wie gesagt, das liegt dann halt auch mit daran, dass man sollte jetzt... nach dem 12. Update oder nach dem 6. Update, ja, vielleicht auch schon nach dem 2. oder 3. sollte man dann schon mal anfangen, das Spiel neu zu installieren. Ja, und dann den neuesten Patch draufzuziehen. Und dann auch aktualisierte Installationspakete nehmen und nicht das vom, weiß ich nicht, ne, vom ersten Tag und dann 5 Jahre lang die Installation da behalten. Huh, ist da was in der Truhe? Verwesendes Fleisch. Oh, lecker. Das nehmen wir mal mit. Das gibt es dann zum Abendbrot nachher.
Vielleicht können wir das auch dem Koch geben, ne? Dann kann er der Armee nochmal verwesendes Fleisch kochen. Schmeckt vielleicht besser als das, was er sonst so macht. Da ist eh zu viel Knoblauch drin. Ihre und Heimatland. So, hier haben wir wieder unseren Händler. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Zander. Ja, dann gib uns doch mal was. Ich brauche Geld. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, dann kann ich das morgen besorgen. Möchte ich gerne mal gucken, was du anzubieten hast. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. So, was haben wir denn Schönes zum Verkaufen? Der hat aber nicht viel Geld, ne? Eieiei. Verkaufen wir mal erstmal das Teure. So, hier war irgendwas für 1000. Aber da gibt er uns nicht viel für, weil er sowas hat. Okay. Lass uns mal zum Rüstungshändler gehen. Beziehungsweise zum Waffenhändler. Aber wir hatten... Sind wir hier in Novigrad eigentlich? Hab ich gar nicht auf dem Zettel. Oder sind wir in Ochsenfurt? Ich glaube, wir sind in Ochsenfurt. Ja, wir sind in Ochsenfurt. Lass uns mal gucken. Wo haben wir denn hier das der Händler? Da ist der Wirt. Ja, theoretisch, lass uns mal zum Hafen. Da zum Wegekreuz gehen. Oder nee, das geht, glaube ich, schnell hier zum Novigrader Tor. Obwohl, nee, das ist sehr viel dichter. Aber ich dachte halt wegen der Häuser und verwinkelten... Ja. Die laufen mir wieder gegen das Pferd und beschweren sich. Dann geben wir die Quest gleich ab. Und wir gehen jetzt erstmal zum Hafen. Ich hoffe, ich gehe jetzt auch richtig. Natürlich gehen wir falsch rum. Weiter so, Plätze. Genau, in die Richtung ganz durch, bis wir das Wasser sehen und dann nach links. Ja, und dann ist das wichtig, dass wir erstmal was verkaufen. So, hier ist auch gleich das Kreuz. Der Wegweiser. Zack. Hallo? Schnellreisen. Und dann einmal nach Novigrad. Das müsste hier oben sein. Genau, hier haben wir dann nämlich... Händler? Normaler Händler? Hatten wir hier nicht irgendwo einen Schleifstein? Waffenschmied, da. Da am besten zum Ruhmestor, ne? Ja, dieser Waffenschmied, der müsste doch dieser Typ sein. Dieser super spezielle Spezialwaffenschmied. Ach, hier sind immer noch Scheiterhaufen. Um die Gnome, Zwerge, Elfen, Magier und alles, was irgendwie anders ist, einfach mal zu verbrennen. So, wo haben wir den denn? Da. Müssen wir hier weiter und dann links... Hier. Grüß dich, Abe Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? So, wir wollen verkaufen. Was hast du denn im Angebot? Hier kriegen wir... Nicht so viel. Na, er verkauft ja auch Waffen. Die Harpie können wir bald selber anziehen. Die hat aber gar nicht so viele gute Werte, ne? Ist aber nicht so schlimm. Das hier kauft er. Das kauft er auch für gut. Dann haben wir hier noch die Sachen, die wir eben aufgesammelt haben. Die können wir so, ohne anzugucken, einfach mal ihm geben. Die Frage ist, wo haben wir nochmal einen Rüstungsschmied? Dass wir die Sachen noch besser verkaufen können. Ja, ich sortiere das mal kurz. Dann haben wir hier die Rüstung.
Das Schwert können wir noch nur noch nicht tragen. Da hauen wir dann aber auch noch mal solche Gems rein, die er hier auch verkauft. Die sind auch relativ teuer. Wir müssen mal gucken, vielleicht können wir die auch selbst herstellen. Bis dann. So, wo haben wir denn hier den nächsten Wegweiser? Tor des Hie... Na, wir gehen wieder zum Ruhmestor zurück. Na, wo ist unser Gaul? Komm her. Eingefangen. Komm schon, Plätze. Sei gegrüßt. Ach, warte. Wir müssen doch nochmal Waffenreparatursets kaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was hast du denn im Angebot? So, erstmal müssen wir reparieren. So, reparieren. Alles reparieren. Ja. Gut. Dann haben wir alles repariert. Handwerk. Zerlegen. Wo ist denn Handeln? Da. Der hat bestimmt solche Sets. Muss er haben. Aber so wenige. Anfänger, Gesellen, Meister. Viele sind das nicht. Aber egal, dann haben wir erstmal welche. Die nehmen wir mal so mit. Die kauft er. Kauft er nicht. Gut. Bis dann. Obwohl, ich gehe nochmal rein. Grüß dich. Ja, bla bla. Grüß dich. Vielleicht kann er uns welche herstellen. Mal gucken, was wir so an Mats haben. Armbrust, Hose, Oberkörper, Plunder, Silberschwert, Stahlwaffe, Stiefel, Werkzeug. Zutaten fehlen. Was brauchen wir dafür? Elfenwetzstein. Wir hätten, alles andere hätten wir ohne Ende. Was brauchen wir dafür? Das Gesellenset ist halt schon mal nicht schlecht. Zwergenwetzstein. Können wir das herstellen? Handwerkszutat. Da ist das nicht. Ich glaube, die Wetzsteine konnte man doch herstellen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir haben hier alles repariert und zur Not können wir auch noch einmal zu ihm zurück und dann da reparieren. Das geht auch. Das wäre auch okay. Streitlustig, wie? So, unser Pferd steht da hinten. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt zur Quest. Ein Rüstungshändler wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf. Könnten wir bestimmt auf der Karte finden und da dann hinreisen. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Das kann ich auch mal außerhalb der Aufnahme machen. Die Generation. Der Niedergang der Zivilisation. Scheiße. Ja, das ist aber nett. Danke. Ich brauche das ab und zu, ne? Hier, wenn man durch die Straßen geht, finde ich das super. Hey, Hübscher. Was muss ich tun? Da finde ich super, wenn man ab und zu hier und da mal beleidigt wird. Das brauche ich auch so für mein Ego. So, dann reisen wir mal schnell und geschwind nach Ochsenfurt. Und zwar wieder zum Hafen. Ach Quatsch, da laufen wir mal so hin. So rum und Abendbrot, sag ich. Nö, ich auch nicht. Also ein leckeres, nettes Abendbrot. Du wirst ersticken. Ich sag dir, ich hab einen Aal gefangen. Der war so groß. Zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Oh, bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da... Er leert das halbe Fass in einem Zug. Geralt, hier drüben. Hey, da, Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke, ein andermal. Hey,
Lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Hä? Hält er die Zeit einfach an? Angeber. Natürlich. Warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Du hast also doch zugehört. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einen großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt 4 Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Welche davon sollte mich faszinieren? Die Breite? Bitte. Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim. Auch bekannt als... Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Ja gut. Er ist ja so ein... Wie nennt man das? Er macht ja Knebelverträge, genauso wie mit uns. Wir haben jetzt das scheiß Mal, um das loszuwerden, müssen wir irgendwie seine Aufträge erfüllen, ihm helfen. Er nennt das, ich helfe dir, im Gegenzug hilfst du mir, aber nutzt das voll aus. Bleib mal ironisch und sage, schrecklich nobel von dir. Das wäre wirklich nobel, wenn du nicht immer eine Gegenleistung verlangen würdest. Gesetz des Marktes. Ich habe die Redewendung, alles hat seinen Preis, nicht erfunden. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich wissen? Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich... brauche ich noch. Was bist du eigentlich hier? Was ist das denn für eine Frage? Wir fragen mal, sag mal, was bist du eigentlich hier? Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Ich sollte ihm 3 Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mal weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Davon war nie die Rede. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung des Vertrags. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich, ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Ja, ich erinnere mich. Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mal entfernen. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Was zum Teufel? Was macht die Fliege in meiner Suppe? Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich? Ich bin ein Hexer. Übermenschliche Schnelligkeit ist nur eine meiner Qualitäten. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein, jetzt hör genau zu.
Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lilvani kommen, südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Warte mal! Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Oh, Shani. Danke. Yeah, es geht mit Shani weiter. Ein Teufel ging auf krummem Pfad, das Herz war voller Zorn. Kein Geld hat er für kühles Nass, ein Weib für seinen Dorn. Oh, ein schönes Sauflied. Wunderbar, gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Olgierd beim Tempel von Lilvani. Und optional werden wir auch noch machen. Und zwar, wir sprechen mit Shani in ihrem Haus. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.